Und ich sag's halt nochmal, das ist, wie gesagt, das ist wirklich nichts, überhaupt nichts Böses gemeint. Wolfgang M. Schmidt ist der wahrscheinlich intellektuellste Mann, den es auf YouTube überhaupt gibt, zumindest in Deutschland. Vielleicht verstehe ich auch einfach viele Sachen nicht von dem, was er da sagt. Das kann ganz gut sein. Ich glaube nicht, dass er menschlich gesehen irgendwie, was weiß ich, ich kenne ihn halt auch nicht, aber es geht nur rein darum, dass ich von jetzt, von vornherein schon sagen kann, dass er den Film zerreißen wird, und zwar auf eine Art und Weise, die mehr als einmal erzählen wird, ja, der Film ist halt nicht intellektuell genug und es ist dummes Monstergekloppe. Und ich denke mir halt, ja, richtig, aber das würdest du wissen, wenn du das Ding da eingeordnet hättest. Dann müsstest du das nicht jetzt in die Kritik so mit ausschmücken. Wir gucken einfach mal. Also es dreht sich immer wieder um die Atombombe in den Filmen. Alleine als Shield für Godzilla und Putin und Co. gehört nun mal zum Zeitalter der Atombombe. Ich verstehe den Satz gerade nicht. Also wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass nur weil Russland Atomwaffen hat und im Godzilla-Kong-Film kommen keine Atomwaffen vor, aber irgendwas mit atomarer Energie, und dann kann man das zusammenpacken. Gut, dann, ja, dann kannst du ja alle, jedes Thema da irgendwie mit reinbringen. Wir gucken einfach jetzt mal. Vielleicht wird sie auch gar nicht so krass. Es gibt ja auch Leute, die ja mal direkt extrem schnell und stark anfangen, sich über irgendetwas zu beschweren. Die Filmanalyse, 112.000 Abonnenten, ist schon mal sehr gut, ist schon sehr stolz. Übrigens auch ein guter Kollege von mir, der liebe Nico von Medienmelange, der auch einen YouTube-Kanal hat, ist ein Riesenfan von Wolfgang M. Schmidt. Und der war sogar schon mal auf einer Vorlesung. War das eine Vorlesung? Er hat ihn auf jeden Fall schon mal irgendwo live gesehen. Ich meine, das war eine Vorlesung. In Darmstadt, glaube ich, war das gewesen. Und ja, da krachen wir auch mal wieder aneinander, das mit dem Thema. Das ist immer schön, wenn jemand extrem viel Ahnung von etwas hat, aber ich finde, du kannst halt nicht alles immer auf eine Sache projizieren. Du kannst nicht immer von allem irgendein Arthouse erwarten. Doch Godzilla wurde ja auch immer mal wieder mit einer Atombombe wiederbelebt. Oder als Power-Up. Das reicht doch aber nicht. Als Referenz für einen Film wie Godzilla Kong, um dann da die aktuelle weltliche Lage mit einzuordnen. Also wenn du danach gehst, dann kannst du ja sogar wahrscheinlich bei die Marvels kann ich dann Gesellschaftskritik anbringen. In Form von aktuellen Krisen auf der Welt. Ist halt ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Nein, reicht nicht, aber siehst du ja, wird als Einstieg dazu benutzt. Ja, genau, aber das finde ich einfach halt falsch. Das ist. Ich habe auch schon gesehen, zu Godzilla Minus One hat er leider nichts gemacht. Ich hätte mal sehr gerne einen Vergleich dazu gesehen, was er dazu gesagt hätte. Aber wir gucken jetzt hier einfach mal ganz kurz. Godzilla Kong, The New Empire von Wolfgang M. Schmidt. Filmanalyse. Die Kritik, in die er dazu raushaut. Lasset uns mit Wissen berieseln und erfahren wir jetzt mal, wie er es schafft, eine Überleitung zu bekommen von Godzilla Kong zu Putin und dem Dritten Weltkrieg. Wo ist denn meine Schrift jetzt hin da oben? Ohne Schrift mache ich hier nämlich gar nichts. Die ist weg. Okay, dann machen wir ohne Schrift trotzdem weiter. Ich habe geblufft. Auf geht's. Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Godzilla X Kong the New. Moment. Ich muss das Bild wieder anpassen. Mann, ist das blöd mit meinem Bildschirm. Ich muss den anderen Bildschirm wieder anschließen. Sonst habt ihr all diese schwarzen Ränder. Das ist wirklich doof. Naja. Lassen wir es einfach mal so. Dann seht ihr jetzt zwar nicht das Whiskyglas, oder es könnte auch einfach Cola sein, von Wolfgang da unten. Ihr müsst aber auch einfach nur zuhören. New Empire von Adam Wingard. Das Monster-Universum von Warner wird erweitert. Und man muss Menschen schon viel angetan haben, damit sie sich solche Filme gerne ansehen. Auch die wenige freie.
Das geht schon wieder so gut los. Man muss Menschen viel angetan haben, dass sie diesen Film mögen. Was ist das für eine Aussage? Wie gesagt, ich bin bei 6 von 10 Punkten. Ich bleib dabei. Ich fand den Film echt für das, was ich erwartet habe, und das war nicht viel, enttäuschend. Aber ich finde es krass, dass du dich hinsetzt und dann den Leuten quasi das absprichst. Den Leuten, die den Film vielleicht ganz cool finden, sprichst du da so ein bisschen Expertise ab, weil du der Meinung bist, ja, das war jetzt halt ein flapsiger Spruch, aber ich habe das Gefühl, er will damit irgendwie aussagen, naja, der Film ist sowas für Blöde. Also, wie blöd musst du quasi sein, um diesen Film mögen zu können? Bin ich da, ist das ein bisschen zu krass interpretiert gerade? Ist das zu blöd interpretiert von mir? Aber der Spruch ist schon angetan haben, damit sie sich solche Filme gerne ansehen. Auch die wenige freie Zeit, die ihr habt, sollt ihr nicht glücklich sein, scheinen uns diese Filme zu sagen. Wir alle. Gut, also an dem Punkt jetzt hier, das ist auch nochmal eine Kritik, einfach nur an seiner Kritik, könnte ich jetzt hier Schluss machen. Ich weiß jetzt genau, wie er diesen Film einordnet. Ist halt auch eine Sache. Immer nur, weil halt gesagt wird, die gehen so nach dem Einmaleins der Kritikerschaften durch. Auf gar keinen Fall. Das ist genau das, was ich eben gerade erwähnt habe. Das habe ich so zumindest in der Uni gelernt. Vor 2 Jahren. Dann habe ich meinen Abschluss gemacht. 2 Jahre. Vor 2 Jahren, 3 Jahren ungefähr. Dass du eigentlich mit was Positivem beginnst, dann etwa, also erstmal einordnen, positiv beginnen, was Negatives sagen und dann die Waage abwägen und dann eben bla bla bla. Er geht hier einfach schon mal rein und behauptet erstmal, naja, dir muss einiges Schlimmes passiert sein, um den Film überhaupt zu mögen. Und danach sagt er, der Film will uns schon mal unsere wertvolle Zeit stehlen. Damit ist seine Kritik fertig. Der beginnt ja quasi mit dem Ende. Fängt ja gut an, direkt und. Nee, ey, unsympathisch auf gar keinen Fall. Wolfgang M. Schmidt ist. Ich gucke ihn halt sehr gerne bei Movie. Nee, Quatsch, bei Kino Plus ist er öfter mal. Ich mag es schon. Da merkt man aber halt auch, wie man das so in so ein paar Richtungen rückt. Ich mag es halt, wie er über Marvel redet, weil ich Marvel ja auch nicht wirklich mag und er halt auch nicht. Da bin ich auf seiner Seite jetzt wieder. Aber ich finde generell, die Herangehensweise ist jetzt schon wieder so. Das Thumbnail ist ein Bild, wo er abgefuckt guckt zum Thema Godzilla Kong. Und dann steigst du ein und in den ersten 23 Minuten erfährst du, dass dir etwas passiert sein muss, dass du diesen Film überhaupt magst, nach dem Motto, der Film ist bescheuert und jeder, der ihn mag, der muss schon ein bisschen speziell sein. Das weiß nicht. Ist halt direkt so eine extrem krass voreingenommene Wertung, obwohl voreingenommen stimmt nicht. Er hat den Film ja auch schon gesehen, aber trotz allem. Ist halt eine Sparte für sich und man muss man mögen. Wenn man dazu keinen Draht hat zu Monsterfilmen, ist es so und dann kommt sowas dabei raus. So wie ich auch pauschal alles aus Mittelalter mit Zauberei kacke finde. Hallo, Fantasy ist geil. Auch wenn ein Film Oscars ohne Ende bekommen hat. Das stimmt natürlich, ja. Ich habe noch nie einen Herr-der-Ringe-Film geguckt, Game of Thrones. Ich glaube, dass Wolfgang M. Schmidt sogar Herr der Ringe schlecht geredet hat. Das wurde mir, glaube ich, auch mal irgendwo erzählt. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Das kann man ja auch machen. Aber ich meine, wir müssen jetzt mal ein bisschen durchlaufen lassen. Ich weiß auch nicht, mit welcher Erwartungshaltung er da rangegangen ist. Also wenn ich mir das halt anhöre, dann, ey, also wenn ich, ja, wir gucken einfach jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, wenn ich Wolfgang wäre, wäre ich einfach in den Film überhaupt nicht reingegangen. Entweder spielt er eine Rolle, in welcher er wirklich der Typ ist, der halt immer alles auf den ultra-intellektuellsten Pranger stellen muss und das dann quasi mit den größten Arthouse-Filmen vergleichen muss, oder er hat einfach wirklich keinen Bock auf diese Filme. Aber dann gehe ich doch auch nicht rein. Ich meine, es ist sein Job irgendwo, ja. Aber dann, wie gesagt, ey, ich sag's nicht nochmal jetzt. Ordne es richtig ein und kritisiere es in der Einordnung, die ganze Nummer. Universum von Warner wird erweitert. Und man muss Menschen schon viel angetan haben, damit sie sich solche Filme gerne ansehen. Ich mach's einfach mal, weil ich jetzt echt fair bin. Da,
ich finde, macht man das jetzt so auf YouTube generell? Die IBAN-Nummer einblenden, um quasi zu sagen, ey, spendet mal für mich. Ich habe das immer nur mit so ultra unseriösen YouTubern verbunden. Ich blende es jetzt hier trotzdem einfach mal ein, aus Fairness halber. Ich meine, ich reagiere auch auf seine Videos. Vielleicht, ey, ich kenne ihn auch nicht gut genug in seiner Arbeit. Vielleicht gibt es da auch einen anderen Hintergrund. Aber sowas kennst du eigentlich von Leuten, die sagen, ja, die Erde ist übrigens innerlich hohl und spendet mir mal 2000 Euro, damit ich euch erzählen kann, dass wir eigentlich alle Echsenmenschen sind. Auch die wenige freie Zeit, die ihr habt, sollt ihr nicht glücklich sein, scheinen uns diese Filme zu sagen. Wir alle kennen von YouTube und anderen Plattformen die Videos, in denen Hydraulikpressen irgendetwas zerdrücken. Und wir alle kennen die Videos, in denen Tiere eigenartige Dinge tun. In Godzilla x Kong kommt beides zusammen. Im Gegensatz zu dieser Schnipselkultur muss jedoch ein Spielfilm noch einen erzählerischen... Ja, gebe ich ihm jetzt recht. Die Schnipselkultur ist mir noch nie so krass aufgefallen wie bei dem Film jetzt hier. Das habe ich auch in meiner Kritik selber gesagt. Godzilla Kong fühlt sich an wie ein Film für TikTok-Menschen, für die TikTok-Generation. Jede einzelne Szene muss schnell genug abgearbeitet werden, damit sie irgendwie noch in so einen Short gedrückt werden kann. Da gebe ich ihm jetzt vollkommen recht. Das ist jetzt eine Sache. Nochmal als Beispiel, wir haben jetzt den Film eingeordnet in diese Schiene von Leuten, die einfach eben nur plumpes, dummes Actionkino sehen wollen. Und jetzt kann man das als Kritik trotz allem hier drauf anwenden und sagen, okay, trotz allem ist in dieser Riege von simpler Story, Action-Bombast, fast Comic-Verfilmung ähnlichen Dingen, die da passieren, ist die Kritik dieses schnipselhaften Schnittes etwas, wo ich auch sage, definitiv fand ich das schon zu viel für mich. Aber ich werde auch dieses Jahr 34. Ab jetzt bin ich alt. Aber das verstehe ich auf jeden Fall. Ja, das sehe ich genauso. Bogenspannen. Das funktioniert in Godzilla x Kong über langwierige Erklärdialoge, die zu rationalisieren suchen, warum das eine Monster gerade böse auf das andere ist. Das heißt, der Blockbuster gestattet nicht das hemmungslose, stupide Genießen von Destruktion, sondern es bedarf eines narrativen Rahmens, der als Rechtfertigung für die anschließenden Prügeleien zwischen Godzilla, Kong und Mosfa dient. Richtig, aber das ist ja das, also ja, aber ist das jetzt eine Kritik? Weil ich finde, das ist, kennt jemand von euch den Film Ip Man? Die gesamte Filmreihe? In Ip Man oder Ip Man-Filme guckst du dir an, nicht wegen der Geschichte, ich meine, da ist auch ein bisschen Geschichtskunde mit hinten dran, aber in Ip Man geht es um die Kämpfe. Ja, da geht es um den Lehrer von Bruce Lee. Das sind, glaube ich, 4 Filme, die offiziell in diesem Ip Man-Kanon mit drin sind. Nee, 5 mit Zero noch zusammen. Das sind alle super geil. Und diese Filme hangeln sich wirklich nur von Kampf zu Kampf zu Kampf. Das heißt, du gehst da wirklich nur rein, um diese Kämpfe zu sehen. Und der Film findet irgendwelche belanglosen Gründe, um zu kämpfen. Also wirklich, die finden so andauernd irgendeinen Grund, um sich irgendwie gegenseitig da auf die Schnauze zu hauen. Das ist jetzt hier genauso. Richtig. Aber ja, man kann es kritisieren, okay, weiß ich jetzt aber halt nicht, ob das jetzt, obwohl diese Kritik, die würde ich sogar noch mit dazu nehmen zu diesem schnipselhaften Gekatte. Dieses zu schnelle Hin- und Hergeschneide. Ja. Es fällt einem das Goethe-Wort dazu ein, Tagesarbeit, Abendsgäste, saure Wochen, frohe Feste. Dies ist aber nicht nur... Ich weiß auch nicht, ob Goethe jetzt perfekt dafür ist, um da ein Zitat auf Godzilla Kong anzuwenden. Es ist, ja, wie gesagt, ey, also, na, alles cool, nix gegen Wolfgang an sich. Ich glaube nur, er ist da vielleicht zu stark in seinem eigenen Film drin. Der ist vielleicht einfach auch von seiner Gedankenwelt zu krass für uns. Und aber ich finde es halt ein bisschen doof, weiß ich nicht.
Das ist so, das klingt so ein bisschen lächerlich. Vor allem, er liest es auch noch ab. Es liegt ein Blatt Papier auf seinem Schoß und er liest es jetzt gerade ab. Das heißt, er hat sich vorher wirklich einen Text aufgeschrieben, der so klingt und jetzt liest er ihn einfach nur ab. Und ich, ey, ja gut, hat genug Zuschauer auf jeden Fall. Ich finde es jetzt, das wäre jetzt auf jeden Fall nichts, wo ich sagen könnte, Wolfgang ist jetzt der Typ, den ich mir reinziehe, wenn ich einen Film gucken will. Gerade wenn ich jetzt mal einen 0815 Blockbuster im Kino gucken will. Ja. Nur die Wochenstruktur der Erwerbstätigen, sondern selbst die Konsumprodukte der Freizeit, wo also eigentlich frohe Feste angesagt sind, sind dergestalt unterteilt. Man muss ewig Schlange stehen für die Achterbahn, für die neuen Sneaker. Nein, also das, da muss ich jetzt widersprechen. Ich finde, genau das trifft nicht auf diesen Film zu. Vielleicht will er auch auf was anderes hinaus. Aber ich fand gerade, dass der Film eben... Er redet, glaube ich, gerade von diesem Aufbau, dass man zu viel Wartezeit hat und dann am Ende entlädt sich etwas zu einem großen Nichts. Das stimmt ja an sich. Das Finale von dem Film war ein großes Nichts. Der finale Kampf war nichts Besonderes, aber eben gerade deswegen, weil er ja keinen Aufbau hatte, der Film. Der Restaurantkette muss ewige Erklärungen über sich ergehen lassen, über Godzilla und Kong, bis dann das Fest beginnt. Das sehe ich halt jetzt ganz anders. Hinzu kommt, das Spektakel ist dann gar keins. Ja, ja. Aber doch aus... Ja, aber, ja gut, vielleicht verstehe ich es auch nicht gerade, was er von mir will, aber nach seiner Aussage hinweg muss ich da widersprechen, weil der Film... fühlt sich nie an, als würdest du irgendwie auf eine Achterbahnfahrt warten. Der Film fühlt sich an, als würdest du direkt in einer Achterbahn spawnen, die schon nach unten scheppert. Und das Ende wäre einfach auch nichts mehr Besonderes. So habe ich den Film eher wahrgenommen. Denn trotz 3D-Technik ist man weiterhin auf größtmöglicher Distanz zu diesen Ungeheuern. Wir sehen diese Ungeheuer, wie sie ein bisschen Wrestling veranstalten, aber eigentlich ist uns das völlig egal. Es kommt. Okay. Kein Gefühl der Bedrohung auf. Die Kinoleinwand hat ja zum einen den Menschen vergrößert. Der Mensch ist im Kino bigger than life. Sie führt uns aber auch vor Augen, wie klein wir eigentlich sind. Eingeschüchtert und gleichzeitig fasziniert können wir in einem guten Godzilla-Film dasitzen. Größe ist dabei eine Frage von Verhältnissen, aber diese Größe wird überhaupt nicht ersichtlich, wenn eigentlich die Riesen, Echsen und Affen fast alles unter sich ausmachen. Ja, gebe ich ihm auch den Punkt, aber ich fand das nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich fand gerade, dass die Monster, also die Titanen, dass die in der Hohlerde sich eigentlich alle relativ gleich groß angefühlt haben. Also Kong war da einfach nur einer von vielen Affen als Beispiel. Und dann kommen die aber an die Oberfläche und dann merkst du erst, ach, die sind ja doch verdammt groß. Zuko, ein Mini-Kong, der ist größer als ein Hochhaus. Ich fand das ganz cool, weil du daran gesehen hast, dass in der Hohlerde wirklich eine andere Welt herrscht. Da ist wirklich, da gehören die hin, in diese Hohlerde, das ist denen ihre Welt. Und an der Oberfläche fallen sie eben auf, weil sie dann da quasi dafür zu groß sind für diese Oberflächenwelt. Das fand ich jetzt weniger als Kritik, weil ich weiß auf jeden Fall, was er meint. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute das nicht ganz so cool fanden. Er erinnert mich an die Schulzeit, wo man Doku-Filme geschaut hat und immer dabei eingeschlafen ist. Ich muss bei ihm tatsächlich an meinen alten Deutschlehrer denken. Den ich zur Abi-Zeit hatte. Vom Kleidungsstil her 1:1 dieselbe Person. Dieser Deutschlehrer, der hat zu Hause auch keinen Fernseher gehabt. Der hat nur Bücher gehabt und ein Radio, glaube ich, hat er mal erzählt. Der war so drauf, dass es mal einen Moment gegeben hat. Das war so zum Ende der Abi-Phase. Ne? Da hat man so ein bisschen halt rumgechillt und ist irgendwie nichts passiert. Und da hat er einfach vorne am Pult was gegessen. Hat sich dann daran verschluckt, an seinem Brötchen oder was auch immer es gewesen ist. Und ein guter Kollege von mir, ein damaliger guter Kollege, hat sich dann einfach darüber lustig gemacht und ihm ist dann so ein Glucksen rausgerutscht. So ein typisches so ein, weil er sich halt verschluckt hatte. Und dann hat dieser Deutschlehrer ihn einfach mit einem Gedicht gedisst. Der hat dann einfach ein Gedicht aufgesagt, das so gut wie keiner gerafft hat. Und wir uns dann überlegt haben,
Alter, hat er dich gerade beleidigt? Und die Antwort war ja. Das haben wir dann später rausge... Also das war wirklich krass. Und ich glaube, so ähnlich tickt Wolfgang halt auch. Der tickt da ein bisschen anders, also im positiven Sinne. Der ist da ein bisschen über dem normalen Mensch, glaube ich. Ne? Was den Intellekt angeht, auf jeden Fall. Wir sehen zwar gigantische Monster, aber jeder Flohzirkus kann für mehr Erschütterung sorgen. Vielen, vielen Dank für das Prime Gaming Abo. Schon seit 5 Monaten. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich habe vorhin, glaube ich, noch eins gesehen. Da habe ich gar nichts dazu gesagt. Anibar. Stufe 1 seit 17 Monaten. Ich wollte gerade sagen, das ist fast ein Jahr. Wie dumm. Da merkt ihr aber, dass Wolfgang und ich auseinandergehen. Ich glaube, dass 17 Monate fast ein Jahr sind und Wolfgang nutzt Goethe, um Godzilla zu erklären. Da merkt ihr gerade den krassen Unterschied zwischen uns beiden. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich auch, warum wir da nicht aneinander kommen bei diesen Kritiken. Naja. Danke für deine tollen Videos. Dir und der Community einen schönen Tag. Dir auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank. Im Innersten. Worum geht es? Um die erzählerische Struktur nachvollziehen zu können, muss man festhalten, man gräbt tiefer und tiefer und kommt doch an kein Ende. Man will ins Innere der Welt aufbrechen. Immer wieder stößt man auf etwas, noch ein Monster, noch ein Rätsel, noch eine Prophezeiung auf einer Steintafel und dann fallen Sätze wie, das müssen wir uns genauer ansehen. Aber aber er bringt ja immer wieder, und da habe ich ihn, glaube ich, echt ein bisschen vorverurteilt, aber ihr seid auch daran schuld. Weil ihr habt mir geschrieben, dass der das so voll auseinanderziehen würde und er würde so krasse Beispiele bringen. Da gebe ich ihm auch wieder den Punkt, definitiv. Das passiert ja so wirklich im Film. Das wird alles so belanglos irgendwie gegen die Wand geschissen. Ich bringe jetzt einfach mal den ganz krassen Kontrast zu Wolfgang M. Schmidt mit meiner vulgären Aussprache. Und es wird dann einfach nur erklärt. Es wird nicht mal mehr dieses Show-Don't-Tell-Prinzip angewandt. Das stimmt. Er hat schon mit einigen Sachen recht. Muss man ihm auch zugutehalten jetzt. Wir erleben hier einen vormodernen Forscherdrang. Es erinnert an die Alchemie. Man möchte wissen, was die... Und es ist wieder vorbei. Okay, wir gehen jetzt wieder sehr in die Materie rein und gucken, wie wir das auf einen Film projizieren können mit einem Riesenaffen und einer hohlen Erde und einer atomaren, inzwischen pink leuchtenden, gewaltigen Riesenechse. Welt im Innersten zusammenhält. Was ist dort los mit den Urgewalten, die irgendwo tief in der Erde wohnen und jederzeit wieder hervortreten können, um dann alles, was wir Zivilisation nennen, zu zerstören? Wenn das Thema des Films gewesen wäre, wäre das mit wahrscheinlich der krasseste Film des Monsterverse gewesen. Wenn der Grundgedanke genau das gewesen wäre, das ist der perfekte Plot, Mann. Wolfgang erzählt hier gerade den perfekten Plot für den Film, ohne es selber zu wissen. Die Menschen wollen jetzt in die Hohlerde runter und wollen die Hohlerde untersuchen, weil sie Angst davor haben, dass die Titanen die Menschheit, die Welt überrennen können, weil die eben so groß und so mächtig sind. Und bei ihren, ich kann die nicht mal mehr zitieren, weil ich das Wort nicht aussprechen kann, weil ich schon wieder vergessen habe. Aber auf jeden Fall bei ihren, ist jetzt gut, bei ihren Erforschungen auf jeden Fall in der Hohlerde geraten sie dann an einen Scar King. Und der hasst eben die Menschheit. Und deswegen kommt dann dieser Dings zusammen, dieser Clash. Er hat eigentlich gerade das bessere Drehbuch erzählt. Ich muss diese Sounds ausmachen. Ich bin da überhaupt nicht fähig dazu, wenn ihr mir irgendwas schickt, weiterzureden. Ich hatte eigentlich gerade voll den schlauen Satz parat. Das glaubt mir jetzt aber wieder keiner, weil ich es nicht aussprechen konnte. Naja, so ist das Leben. Aber einer krass aussehenden, pinkfarbenen Riesenechse. Das sagen nur Menschen, die woke sind. Hast dich jetzt gerade geoutet. Gut gemacht. Nun war das... Das geilste Design überhaupt ist das, Mann. Godzilla in Pink. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Es sieht einfach am geilsten aus. Fantasy-Genre. Und sind diese Blockbuster-Filme sicherlich auch immer dazu da gewesen? Warum das? Es war nur ein Spaß gewesen. Ich mache mich inzwischen über Menschen lustig, die permanent bei allem schreien, irgendwas ist woke.
So, Godzilla ist eine Riesenechse, die inzwischen pink leuchtet, da schreien Leute, das ist Vogue. Bei Alan Wake spielst du eine schwarze FBI-Agentin, schreien die Leute, das ist Vogue. Manchmal schreien sie es aber auch nicht, es wird sehr inkonsequent benutzt, deswegen mache ich da oft drüber Scherze über das Ganze. So, über, ne? Das war einfach nur ein Witz gewesen. Ein Lacherchen war für zwischendurch. Unsere bürokratische, entzauberte Welt zu verzaubern, das Geheimnis wieder zurückzuholen. Ich muss nur mal zurückspulen. Ich verstehe gerade nicht, was er sagen will. Du darfst bei Wolfgang M. Schmidt auch, glaube ich, nicht so oft auf Stopp drücken. Aber ich muss ja den Content irgendwie füllen mit meinem hochqualifizierten Gusto dazu. Und sind diese Blockbuster-Filme sicherlich auch immer dazu da gewesen, unsere bürokratische, entzauberte Welt zu verzaubern, das Geheimnis wieder zurückzuholen. Mhm. Ja, in gewisser Weise war das Kompensationskino. Er will jetzt darauf hinaus wahrscheinlich, ja, das will der Film, aber das ging auch schon mal besser wahrscheinlich. Sowas in der Art. Aber möglicherweise sind jetzt Filme wie Godzilla X Kong nur Sargnägel, da das Zeitalter der Aufklärung abstirbt. Wie dem auch sei, Rebecca Hoffmann. Sehen wir als Dr. Eileen Andrews. Sie ist Mitarbeiterin der ominösen Organisation Monarch, die sich um diese Ungetüme kümmert. Sie hat eine Adoptivtochter, die zugleich die letzte Überlebende des Stamms der Ivy zu sein scheint. Dan Stevens sehen wir als Arzt für die ganz großen Tiere. Und dann gibt es noch einen verschrobenen Podcaster, der sich in allem bestätigt sieht, was er sich einmal ausgeheckt hat. Oh, das will er jetzt aber nicht als Kritikpunkt nehmen dafür, dass sich dann Verschwörungstheoretiker mit irgendwas bestätigen oder identifizieren können, hoffe ich mal, oder? Oh, bitte nicht. Die Welt ist aufgeteilt. Ach nee, er geht gar nicht mehr darauf ein. Auch gut, okay. Lebt in der Hohlwelt, während oben Godzilla sein Unwesen treibt, beziehungsweise er räumt allerhand Ungetüme aus dem Weg. Godzilla kümmert sich um den Planeten Erde und macht gern dann ein Nickerchen im Kolosseum in Rom. Ja, das ist richtig. Ist der Anwalt von Beruf oder ist das so seine Aufmache? Er ist nicht Anwalt, er ist einfach gebildet. Wolfgang Schulz ist aber kein Anwalt. Er ist... Ist er Journalist einfach nur? Ich habe mich mit ihm null befasst bisher. Wie gesagt, ein guter Kollege von mir ist ein Riesenfan von ihm. Aber ist er Journalist? Moment jetzt mal ganz kurz. Ich muss das mal ganz kurz nachgucken. So viel Respekt sollte man dann doch schon zollen, dass man weiß, über wen man redet. Habe ich wieder super angefangen. Wolfgang M. Schmidt. Ich habe mich verschrieben. Ich habe das M nicht getroffen. Ich habe es einfach geschafft, bei einem einzigen Buchstaben mich zu verschreiben. Spitze. Wolfgang M. Schmidt. So, wir gucken mal, was er macht. Wolfgang M. Schmidt Junior ist ein deutscher Filmkritiker, Webvideoproduzent, Podcast-Moderator und Autor. Also, ja, in der Social-Media-Welt ist er auf jeden Fall dann schon sehr gut vertreten. Nee, alles gut. Ich wusste halt echt nicht ganz genau, ob er jetzt vielleicht dann doch irgendwas mal mit Jura hätte ja sein können, ne, dass er es irgendwie mal studiert hat oder sowas in der Art. Aber nein, das ist hier nicht der Fall. Godzilla ist so etwas wie die Weltpolizei, wie Amerika es einmal war. Nein, komm schon. Das ist jetzt der Übergang, oder was? Zur Politik. Ich meine, er hat an sich ja schon recht. Irgendwo kann man sagen, Godzilla handelt immer unüberlegt und mit dem Hintergedanken, was ich mache, ist schon geil. Und wenn ich dabei was kaputt mache, ist auch scheißegal, weil ich habe schon recht. Das kann man irgendwie auch auf Amerika projizieren. Aber Mann, gehört das in eine Kritik rein zu so einem Film? Das ist halt meine Frage. Musst du das damit reinbringen?
Aber ich finde es irgendwie gut, ey. Ich fange gerade an, wirklich zu sagen, dass wir uns in Sachen... Hat er auch zu Jurassic World Dominion das gemacht? Da könnt ihr mal bitte für mich nachschauen. Ich fange gerade an... Ich finde gerade gefallen an der Filmkritik, an der Filmanalyse, Entschuldigung. Jetzt gehen wir zu Geopolitik, okay. Oh, ja, bekanntermaßen verstehen sich Kong und Godzilla nicht ganz so gut. Und so sehen wir hier, wie eine Blockbildung stattgefunden hat. Man ist sich feindlich gesinnt, bleibt aber in den jeweiligen Sphären getrennt voneinander. Und diese Organisation Monarch passt auf, dass das auch so bleibt. Aber irgendetwas geschieht, dass doch plötzlich beide in etwas verwickelt werden und sie aufeinandertreffen. Aber das ist nicht das einzige Problem, das sich ergibt. Ja, das die ist halt eine Riesenkritik an dem Film, finde ich auch. Das eigentlich hat nur Kong diese Geschichte und Godzilla macht einfach was anderes im gleichen Zeitpunkt und mordet sich halt einmal quer durch die über die Welt. So, ich finde nicht, dass die irgendwie so eine Geschichte haben, die dann irgendwie zusammen verläuft, sondern ist es schon halt ein Kong-Film einfach, ne? Der Film denkt also vertikal darüber nach, was eigentlich global überall zu beobachten ist. Das will ich ganz stark anzweifeln, dass irgendjemand bei der Mache dieses Films daran gedacht hat. Nämlich diese Weltaufteilung auf der einen Seite China, auf der anderen Seite der Westen. Wo die Länder des globalen Südens dabei sind, ist noch ungeklärt. Und auch was mit den anderen nicht-westlichen Akteuren ist, wie Russland, Saudi-Arabien oder dem Iran. Das ist ja besser, als ihr mir das erzählt habt. Wir müssen uns sowas öfter angucken. Er schafft es ja wirklich. Anhand von Godzilla, Kong, die Weltgeschichte, die aktuelle Weltlage darzustellen. Ey, ich fange auch an, ein Fan von diesem Mann zu werden. Ich brauche einen Wolfgang M. Schmidt-Poster. Das wird auf jeden Fall noch passieren. Dieser Mann bekommt auf jeden Fall einen Platz hinten auf meinem Jurassic Park-Tisch, aber oben drüber. Der muss so darauf runterschauen. Wie heißt der nochmal? Wolfgang M. Schmidt. Das ist schon irgendwo eine Kunst, das muss man erstmal schaffen. Ich finde es natürlich nach wie vor, nach dieser Kritik würde ich jetzt nicht wissen, ob ich in den Film gehen soll oder nicht, weil so solltest du nicht an so einen Film rangehen. Aber es ist ultra interessant zu gucken, wie er es wirklich schafft, darauf den Bogen darum zu spannen. Das ist schon krass. Das sich ergibt. Der Film denkt also vertikal darüber nach, was eigentlich global überall zu beobachten ist. Nämlich diese Weltaufteilung auf der einen Seite China, auf der anderen Seite der Westen. Vor allem einfach auch noch China erwähnt, das null in dem Film vorkommt. Er nimmt es halt nur als Metapher jetzt, ne? Schon klar. Aber... Alter. Wo die Länder des globalen Südens dabei sind, ist noch ungeklärt. Und auch was mit den anderen nicht-westlichen Akteuren ist, wie Russland, Saudi-Arabien oder dem Iran. Werden sie sich hinter China einordnen oder werden wir eine tatsächliche Multipolarität der Welt erleben? Ist der gerade in seinem Textblatt einfach verrutscht vielleicht? Moment, wir müssen jetzt einfach mal ohne Pause da durchhören. Akteuren ist, wie Russland, Saudi-Arabien oder dem Iran. Werden sie sich hinter China einordnen oder werden wir eine tatsächliche Multipolarität der Welt erleben? Die Verwirrung ist jedenfalls groß, nicht ja, nur in der Gegenwart. Ja, die Verwirrung ist echt ultra groß. Dann können wir da nicht einfach mal so ein geiles Format draus machen, dass ihr mir über Discord Schnipsel von Wolfgang M. Schmidts Videos zuschickt und ich muss erraten, um welchen Film es geht. Das ist ja ultimativ geil. Wenn ihr einfach nur das hier hört und müsst erraten, es geht hierbei um Godzilla Kong The New Empire. Auf keinen Fall. Nämlich diese Weltaufteilung auf der einen Seite China, auf der anderen Seite der Westen.
wo die Länder des globalen Südens dabei sind, ist noch ungeklärt. Und auch was mit den anderen nicht-westlichen Akteuren ist, wie Russland, Saudi-Arabien oder dem Iran. Werden sie sich hinter China einordnen oder werden wir eine tatsächliche Multipolarität der Welt erleben? Um welchen Film geht's? Das ist schon geil. Die Verwirrung ist jedenfalls groß, nicht nur in der gegenwärtigen Geopolitik, sondern auch im Film. Die Forscher irren in der Hohlwelt umher und suchen nach Antworten. Es gibt aber noch eine größere Bedrohung, wie sich bald zeigt, die Jahrtausende alt ist. Und wir befinden uns dann die meiste Zeit des Films in dieser Hohlwelt, die man sich so vorstellen darf, als würden Jurassic Park, Indiana Jones und Planet der Affen auf Drachenzähmen leicht gemacht treffen. Nein, das ist jetzt aber ganz plump und blöd geredet. Das war jetzt der schlechteste Satz des gesamten Videos hier. Einfach jetzt so gute Beispiele genommen und dann etwas Verniedlichendes, wie Drachenzähmen leicht gemacht, aber auch ein sehr geiler Film. Er will darauf, glaube ich, ein bisschen auf das CGI ansprechen. Ich fand die Hohlerde, klar war das alles CGI. Da habe ich aber auch schon mit dem lieben Andy von Screenfire drüber gesprochen gehabt, dass CGI in einem Film wie Godzilla Kong ist für mich eine Kritik, die ist so egal, komm. Ey, was erwartest du? Ich fand, die Hohlerde war relativ nah eigentlich an dem dran, wie Skull Island damals eingeführt wurde. Vom Optischen her, von den Kreaturen her. Das hat mir eigentlich auch ganz okay gefallen. Also leider, deshalb ist Chimo im Film. Die Macher wollen uns vor der nächsten Eiszeit warnen. Nee, Chimo ist im Film, weil die Macher uns damit erklären wollten, dass sollte China Taiwan angreifen, die gesamte Struktur unserer Chipproduktion eingedämmt wird. Hast du gerade nicht zugehört, oder was? Ah, Chimo war übrigens auch eine riesige Enttäuschung gewesen. Ich dachte, dass Chimo wesentlich pompöser rüberkommen wird. Aber es ist halt wirklich schwierig. Wolfgang hat mit nahezu allem recht, was er sagt. Er verpackt es halt nur ein bisschen zu krass. Also die Sprünge, die er eben macht, sind für mich, für meinen bescheidenen kleinen Verstand ein bisschen zu heftig. Er hat Jurassic World 2 ein Video. Nein! Oh Gott. Wie perfekt. Und sonst keins? Also Jurassic Park wahrscheinlich ist ein bisschen zu alt. Aber er hat nicht Jurassic World und auch nicht Jurassic World Dominion mit drin? Ich spende Wolfgang Geld, wenn er das macht. Ich guck noch. Okay, dann guck erstmal. Die Hohlwelt können wir uns vielleicht aber auch als eine Art Hinterzimmer der Macht vorstellen. Dort wird die große Geopolitik und Weltpolitik verhandelt, aber wir selbst bekommen normalerweise in diese Ränkespiele keine Einblicke. Bitte schafft er es jetzt noch, Scar King mit Putin zu vergleichen. Das wär dann jetzt noch so das i-Tüpfelchen obendrauf. Jedenfalls lauert dort ganz tief unten Scar King und dessen Name erinnert nicht zufällig an Scar aus Der König der Löwen. Ah. Nur ist er hier nicht der, der die Hyänen beherrscht, sondern er beherrscht eine Armee von Affen, die in einem Bergwerk schuften müssen. Die Bildwelten von Wagners Nibelheim aus Rheingold sind also präsent. Sie werden aufgerufen, aber nichts wird damit gemacht. Dafür. Ja, nochmal, das war halt, ja, das ist halt auch nicht die Intention von dem Film jetzt gewesen. Ich weiß auch nicht mal, ob sich der Film wirklich explizit daran orientiert hat, an der ganzen Nummer, ob das wirklich eine Anleihe daran sein sollte. Inzwischen hast du ja so viele Filme auch schon gehabt, wo es mal hieß, ja, der Film kopiert doch jetzt nur das oder das oder das, weil du einfach inzwischen irgendwie auch schon alles abgedreht hast. Nur weil da jetzt irgendwie eine Gruppe von, in dem Fall eben Affen, in so einem Bergwerk schuften und da hast du halt dann diesen Sklavenhalter und bla bla bla. Das ist ja nicht immer gleich eine Kopie oder eine Anlehnung an irgendetwas, weil das ja so eine stumpfe Szene ist, die es ja auch schon so oft gegeben hat. Das ist, weiß ich halt nicht. Für ist der Film viel zu blöde. Ich brauch unbedingt Clips davon. Ich brauche Schnipsel.
Und jedes Mal, wenn ich über Jurassic World Dominion rede, kommt dieser Satz. Aber nichts wird damit gemacht. Dafür ist der Film viel zu blöde. Ende. Das ist perfekt. Scar, zur Seite steht Shimo. Ein Hauch von dieser hellen Riesenechse lässt alles kilometerweit gefrieren. Und auch hier haben wir mächtige Akteure, die gewisse Machtansprüche geltend machen wollen. Die Motte Mothra muss also zu Hilfe eilen. Sie wird ein wenig delegiert von Ivy, Stieftochter von Dr. Andrews. Sie beschwört nicht nur Mothra, sondern nimmt auch Kontakt zu ihrem Stamm auf, der seit Jahrtausenden im Verborgenen lebt. Der Tierarzt teilt uns derweil mit, das ist ein besonderer Ort. Er ist magisch. Wohl wahr. Ja, das stimmt ja aber auch, ne? Das ist jetzt nichts. Der Mensch ist egal. Jetzt hier als eigenes Kapitel, als Kritik einzubringen, kann man machen. Ich bin auch der Meinung, dass die menschlichen Figuren, die brauchen eine Handlung, die interessant ist. Die menschlichen Figuren sollten, wenn sie schon eingebaut werden, etwas zu tun bekommen. Siehe Godzilla Minus One. Es ist trotz allem lustig, wenn man sich überlegt, dass die Menschen oder dass die Zuschauer bei den Filmen immer wieder gefordert haben, hört auf, den Menschen so viel Story zu geben. Die müssen egal sein. Und jetzt bringt er hier den Kritikpunkt als eigenes Kapitel, der Mensch ist egal. Und er wird darauf eingehen, dass der Mensch an sich nicht egal ist, nur dass er halt eingebaut wurde und nichts zu tun hat. Den Punkt gebe ich ihm dann auch, wenn es überhaupt so weit jetzt kommt. Wahrscheinlich schafft er es aber auch nochmal ganz kurz, die menschliche Geschichte irgendwie mit, keine Ahnung, Sklaverei gleichzusetzen oder sowas. Alles in allem geht es den wenigen Menschen, die wir im Film sehen, darum, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Das ist jetzt aber ganz schnell eskaliert. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und tatsächlich ist das, was er sagt, unbewusst sogar richtig. Denn man redet ja im offiziellen Kanon zu Monsterverse wirklich vom ersten Kaiju- oder Titanen-Weltkrieg. Das war der in der Hohlerde. Aus irgendeinem Grund ist der Kampf gegen Ghidorah als der zweite große Titanen-Weltkrieg beschrieben. Und das wäre dann eben jetzt der dritte große Weltkrieg. Also er hat aus Versehen sogar recht. Oder er wusste es wirklich. Aber ich glaube nicht, dass er so tief in die Materie reingegangen ist. Er ist anders tief da reingegangen. Also er ist viel tiefer reingegangen. So, wenn Wolfgang M. Schmidt hätte quasi das Axis Mundi verlassen müssen, ist aber bis zur Hohlerde unten durchgescheppert. Habt ihr die Links auf Discord gesendet? Ich schaue gleich mal rein. Alles in allem geht es den wenigen Menschen, die wir im Film sehen, darum, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Wie macht man das? Nun, man lässt die Monster sich ein... Ich glaube nicht, dass er wirklich wusste, dass es hierbei um den Dritten Titanen-Weltkrieg gehen könnte, wenn er denn eskaliert wäre. Ich frage mich aber, warum er dann, ohne das zu wissen, jetzt den Dritten Weltkrieg benutzt. Wahrscheinlich, weil es da zu seiner Argumentation passt, was er am Anfang gemeint hat mit China, Putin, was da alles schon für Sachen jetzt geflossen sind. Der versucht wirklich in diesem Film die aktuelle Lage, die wir haben, die aktuelle Bedrohung, die es auf der Welt halt auch gibt, in einen Film wie Godzilla und Kong zu setzen. Und dann darauf zu argumentieren, das ist unfassbar genial. Ein bisschen abreagieren, mal in der Hohlwelt, aber durchaus auch draußen in Ägypten oder dann in Rio de Janeiro, wo man alles in Schutt und Asche legt. Wir sind also in einem Zeitalter, und wir können es ja überall schon beobachten, der permanenten Scharmützel und der Kriege, vor allem der Abnutzungskriege, um die maximale Eskalation zu vermeiden. Das atomare Wettrüsten hat keineswegs dafür gesorgt, dass die Kriege nun alle zu Ende sind. Er beschäftigt sich, glaube ich, auch sehr viel mit Politik. Das kann man jetzt vielleicht heraussehen. Aber deswegen glitscht er manchmal einfach so raus aus einer Filmkritik und nimmt sich dann irgendeinen Fitzel aus einem Film wie Godzilla Kong The New Empire. Man kann das gar nicht oft genug betonen. Und schweift dann so voll übertrieben in die Realität ab. Das ist schon eine Kunst, ey. Das ist echt schon.
sondern man kann weiter Krieg führen, man will nur die maximale Eskalation verhindern und so sind 100.000, 200.000 Tote kein... Er hat ja recht mit dem, was er sagt. Das bezieht sich ja auf die Welt, dass so... alle zu Ende sind, sondern man kann weiter Krieg führen, man will nur die maximale Eskalation. Das atomare Wettrüsten hat keineswegs dafür gesorgt, dass die Kriege nun alle zu Ende sind, sondern man kann weiter Krieg führen, man will nur die maximale Eskalation verhindern und so sind 100.000, 200.000 Tote kein Problem. Ja, und man kann, das ist alles richtig, aber wieso ist das eine Argumentation für den Film? Da oben ist der Affe, um den es geht. Über den reden wir gerade, über Scar King. So auf einer niedrigen, aber sehr tödlichen Flamme weiter Kriege köcheln lassen, ohne dass es zur totalen Eskalation kommt. Und ganz ähnlich erleben wir auch hier die Forscher, Podcaster und Tierärzte, die sich wie Sesselgeneräle verhalten, die stets so tun, als sei Geopolitik eigentlich nur ein großes Schachspiel und Menschen kommen da kaum vor. Ich werde diesen Film in Zukunft mit ganz anderen Augen sehen. Wenn ich diesen Film mit jemandem zusammenschaue, der oder die den Film nicht kennt, werde ich genau das sagen. Bei jeder Szene, die irgendwie auftaucht, werde ich auf Stopp drücken und sagen, hast du das übrigens gerade verstanden? Dass es hier gerade um die Geopolitik geht. Das ist eine Kritik an der Gesellschaft hier alles. Das werde ich bei... Wie gesagt, das sind schon Gedankengänge, die sind schon ziemlich krass. Und ich finde es tatsächlich, ich meine das nicht unbedingt ironisch, was ich gerade sage, ich finde das schon krass, dass er da so viel rausziehen kann. Aber es ist halt nicht richtig, das aus diesem Film rauszuziehen und dann eine Kritik daraus zu machen. Ich meine, gut, er nennt es ja auch Kritik und eben Analyse. Er muss ja irgendwas analysieren. Aber alter Falter. Ich meine, in Textanalysen, da war ich im Abi auch richtig gut gewesen, weil ich auch aus jedem Scheiß etwas hätte herausziehen können oder habe herausziehen können. Aber das hier, das ist die Meisterklasse. Das ist wirklich krass. Kong, so sehen wir am Anfang, wird schon deshalb zur Bedrohung, weil er Zahnschmerzen hat und sich deshalb entscheidet, aus der Hohlwelt einmal abzuhauen und nach oben zu klettern, was Godzilla möglicherweise als kritisch betrachten könnte. Nicht möglicherweise, sondern das wurde ja auch gesagt im Film. Godzilla will nicht, dass Kong an die Oberfläche kommt. Beziehungsweise will Godzilla eigentlich nicht, dass irgendein anderer Kaiju an der Oberfläche ist. Deswegen flippt er ja auch so komplett aus. Achtung, Spoiler und dann direkt Spoiler hinterhergeschrieben, sehr gut. Wie findest du es, dass Godzilla... Was? Wie findest du es? Achtung, jetzt Spoiler ganz kurz. Wie findest du es, dass Godzilla in einem Kampf gegen die Affen weggesperrt hat? Der hat die ja nicht weggesperrt. Der hat eben einfach nur gesagt, bleibt da, wo ihr halt seid. Das ist eure Welt. Da habt ihr nichts zu tun. Das ist ja weggesperrt, ja. Aber ich habe keine Ahnung. Es gibt ja diese etwas irrwitzige Theorie von Mascha Gessen, dass Putin sich in seinem Lockdown, in diesem jahrelangen Isoliertsein, derart radikalisiert hat, dass er daraufhin entschlossen hat, die Ukraine anzugreifen. Scar King ist Putin in seinem Vergleich. Er hat es wirklich gemacht. In diesem jahrelangen Isoliertsein. Das werde ich jedem erzählen, mit dem ich diesen Film schaue. Fällt dir eigentlich auf, dass Scar King eine Metapher für Putin ist? Der nämlich isoliert war in der Hohlerde über Jahrtausende lang in diesem Szenario und deswegen ist er radikalisiert worden. Ja, ey, das ist unfassbar geil. Was Godzilla möglicherweise als kritisch betrachten könnte. Es gibt ja diese etwas irrwitzige Theorie von Mascha Gessen, dass Putin sich in seinem Lockdown, in diesem jahrelangen Isoliertsein, derart radikalisiert hat, dass er daraufhin entschlossen hat, die Ukraine anzugreifen. So irrwitzig die Theorie auch ist, so wahrhaftig könnte sie tatsächlich sein. Wir wissen es nämlich nicht.
nicht, wir wissen nicht, ob wir das Handeln rationalisieren können oder nicht. Wir haben es hier also mit der Kontingenz oder fast möchte man sagen, mit der Laune der Weltgeschichte zu tun. Und so ist es hier auch der Zahnschmerz, der Kong dazu führt, dass er nach oben klettert und dabei möglicherweise auch einen dritten Weltkrieg auslöst. Kong ist in seiner Metapher Putin. Wow. Okay. Na ja, na klar. Das ist krass, ey. Find seine Analyse völlig abgedreht, wie ein Monsterfilm mit Politik in Verbindung bringt. Hat einen an der Waffel. Ja, hallo. Du musst jetzt hier nicht... Du verhältst dich wie ein richtiger Kong-Fan gerade, wenn du sowas schreibst. Wenn ich will... kann ich jeden Furz was reininterpretieren, was ja nicht so schlimm ist. Ich meine, Godzilla ist ein Monsterfilm, der allererste, und da kannst du sehr viel reininterpretieren, weil der Film ja auch sehr politisch gemeint ist. Viele Godzilla-Filme von Toho sind sehr politisch gemeint. Shin Godzilla ist ein Versagen der Politik bei Krisen. Eine riesige Gesellschaftskritik. Das geht ja schon. Nur halt hier. Bei dem Satz, in Isolation hat Putin vielleicht dann seinen Rappel bekommen und hat dann gemeint, er muss jetzt die Ukraine angreifen. Und dann aber den Bogen zu schlagen, dass er damit nicht auf Scar-King hinaus will, der ja in der Hohlerde isoliert gewesen ist, wo das irgendwie Sinn mehr machen würde, sondern dann zu sagen, dass Kong genauso wie Putin es eventuell macht, den dritten Weltkrieg auslösen könnte, weil er Zahnschmerzen hat. Das sind halt so viele verschiedene Gedankengänge, die da gerade bei ihm abgehen. Das ist schon bewundernswert, wirklich. Kong wird dann aber später ja gebraucht gegen Scar. Er wird aufgerüstet, sein ledierter Arm wird mit einer Hydraulikprothese versehen, womit wir schon nah bei der Hydraulikpresse von YouTube sind. Und so verwandelt er sich in einen Teiltransformer. Scar ist ganz klar der sinistre... Oder war Kong in seiner Metapher die Ukraine gewesen? Es ist an sich auch scheißegal, weil es ist trotzdem ein bisschen hart krass für den Film. Autokrat, aber die Offenheit dieser Blockbuster lässt es zu. Jedes Land kann sich seine eigene Interpretation je nach Ideologie basteln. Urgewalten, die jederzeit die Erde ins Wanken bringen könnten. Ja, davon handelte intelligent Oppenheimer. Hier dies ist die dümmstmögliche Version dieses Szenarios. Es geht auch um eine nukleare Bedrohung durch ein Atomkraftwerk. Ja, in der Metapher verpackt ist das so. Aber Mann, die Idee... Hat sich jemand hingesetzt und hat sich gedacht, ey, wir brauchen einen neuen Gegner, lass mal einen anderen Affen nehmen. Ja, okay, der ist in der Hohlerde und macht Zirkus und die sollen sich dann am Ende irgendwie alle boxen. Das ist so, glaube ich, das war dieses Pitch-Meeting. So haben die, glaube ich, diesen Film einfach geplant. Nicht so, lieber Wolfgang. Ich glaube, da wird ein bisschen, bisschen weit ausgeholt gerade für das Ganze. Aber ich finde es trotzdem super. Dass hier Politik jetzt einfach, ich habe es wirklich geschafft, Politik auf diesen Kanal zu bringen. Nicht ich selber, ne, aber hier durch die Reaction. Und ich habe gedacht, das bleibt mir für immer erspart auf einem Kanal, wo es um Dinosaurier und Kaiju geht, mich mit sowas zu befassen. Zack, sind wir mittendrin. Nicht das erste Mal, aber jetzt sind wir richtig drin. Sehr gut. Wir befinden uns dann im Finale in Rio de Janeiro, eine Stadt mit immerhin 6,7 Millionen Einwohnern. Aber wir sehen nur am Anfang ein paar Strandschönheiten, wenn die Monster aus der Hohlwelt kommend aus dem Meer hüpfen. Dann aber wird dröhnend und donnernd die Infrastruktur zerstört, Wolkenkratzer brechen zusammen, werden umgestoßen wie Mikado-Stäbe. Aber wir sehen bei all diesen Aktionen keinen einzigen Menschen. Aber die Menschen sind halt, er hat es ja auch erklärt, sind einfach scheißegal. Und er hat dieselbe Kritik schon mal angebracht gehabt bei Kino Plus zu dem Film Avengers Infinity War.
Da hat er, glaube ich, auch gemeint, dass ihm aufgefallen ist, dass früher bei Marvel noch die Menschen eine Rolle gespielt haben, die Zivilisten. Und inzwischen geht es nur noch darum, dass sich dann irgendwelche großen Mächte gegenseitig auf die Fresse hauen. Ja, aber das ist ja auch das Ding an der Sache. Die Menschen spielen keine Rolle mehr, weil es jetzt um etwas wesentlich Größeres geht. Ich meine, du kannst jetzt immer noch zeigen, wie Menschen wegrennen. Kannst du machen. Muss man das sehen? Klar, man könnte auch einfach sagen, gib den Menschen einfach mal eine gescheite Geschichte. Haben sie aber auch schon zweimal versucht. Einmal in Godzilla 2014, einmal in King of the Monsters und sogar noch in Godzilla vs. Kong so ein bisschen. Hat nicht so gut funktioniert. Deswegen haben sie das da rausgelassen. Ich würde mal zu gern seine Meinung zu Godzilla Minus One hören. Wenn er es schafft, in diesen Filmen Politik der aktuellen Gegenwart mit einzubringen, was geht dann ab, wenn er über Godzilla Minus One spricht? Lass den Stream von dir als Unterstützung weiterlaufen, aber auf Sturm muss noch ein paar Sachen erledigen. Ja, alles gut, du kannst doch einfach dich auf deine Sachen konzentrieren, alles cool. Menschen müssen ja da sein. Und was wir daraus als Schluss ziehen können, ist, zivile Opfer zählen nicht. Wir bekommen sie gar nicht mehr gezeigt, wie ja auch Nachrichten oft diese zivilen Opfer verschweigen oder sie nur am Rande erwähnen. Ja, ja, nur hat das, glaube ich, im Film andere Gründe als in der Realität. Aber kann man mal im Nebensatz erwähnen. Es ist am Ende alles nur ein großer Kollateralschaden für ein höheres Prinzip. Dieses inhumane Kino passt sehr gut zu einer inhumanen Geopolitik und auch Medienberichterstattung. Ja, genau. Richtig, richtig. So habe ich den Film auch gesehen. Als Andi und ich aus der Presseverführung rausgekommen sind und du wirst dann immer mal gefragt, was hältst du von dem Film zum Schluss? Da musste ich auch meine Meinung dazu abgeben. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwo veröffentlicht wird, aber ich glaube nicht. Genau das habe ich dabei auch gesagt. Genau diesen Satz. Es ist am Ende alles nur ein großer Kollateralschaden für ein höheres Prinzip. Ja. Dieses inhumane Kino passt sehr gut zu einer inhumanen Geopolitik und auch Medienberichterstattung. Das waren meine Worte nach dem Film. Direkt habe ich das der Frau beim Ausgang genau so gesagt. Ja. Namenlose Opfer in den Strategiespielen der Forscher, Podcaster und Experten. Und was zählt schon der Mensch, wenn es hier doch um Urgewalten geht. Wenn wir über das Gigantische sprechen, dann sehen wir natürlich sofort Kong und Godzilla vor uns. Es sind die Versinnbildlichungen des Gigantischen. Aber was müssten wir eigentlich in den Fokus nehmen? Nun denken wir über gigantische Zahlen nach. Und zwar denken wir an viele Menschen, wie viele Menschen leben und leiden. Das haben sie aber auch wirklich im allerersten Godzilla-Film besser gemacht von 2014. Da hast du das wenigstens mal gesehen, wie Godzilla aus dem Wasser rauskommt. Und dann kommt ja diese riesige Tsunami-Welle. Und dann siehst du ja schon, was das für eine gewaltige Zerstörung anrichtet. Und jetzt hier in dem Film geht das alles so ein bisschen weg. Das stimmt schon, da hat er auf jeden Fall recht. Ich meine halt auch nur, dass das aber uns jetzt in zwei anderen Filmen extrem krass schon gezeigt wurde, wie scheiße es ist, wenn Godzilla und Co. sich da eben kloppen. Irgendwann habe ich es auch verstanden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in jedem Film nochmal sehen müsste. Hast du meine Nachricht schon gelesen? Nee. Theorie: Godzillas Vorfahren haben gegen die Affen gekämpft und beide Vorfahren von Kong und Godzilla sind gestorben und so wurde Scar King der neue Affenkönig. Ja, das kann sein. Godzilla und King Kong sind kleiner als die Leichenberge, die sie verursachen. Und sie sind auch kleiner als die Leichenberge in unserer Realität, wo die Opfer von Kriegen achselzuckend zur Kenntnis genommen werden. Godzilla x Kong blendet den Menschen aus. Das X ist stumm. Damit wir nur schauen, aber nicht sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via... Sehr gut, Wolfgang. Finde ich gut, dass du es am Ende nochmal einblendest und eben auch am Anfang, damit ja keiner vergisst, noch Geld zu spenden. Warum aber nicht? Supportet den Mann gerne. Ja, war
ist, das ist eine Kritik, die ist mal anders. Also nach allem, was er aus diesem Film wirklich herausgezogen hat, frage ich mich, warum er den Film immer noch schlecht findet. So wie er den Film gerade analysiert hat, ist das ja ein Meisterwerk der Filmgeschichte.